Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du neu bist. Als allererstes grüße ich natürlich den lieben Stefan von seinem Kanal Stefans Dufteplaudereien und natürlich auch den lieben Albin von seinem Kanal der Duftprofiler. Seid gegrüßt ihr beiden und natürlich auch liebe Grüße an alle anderen da draußen. Ja, ich mache es kurz und knapp jetzt. Es dreht sich um einen Duft aus dem Hause Latafa, und zwar aus dem Unterhaus Maison Alhambra der Avant. Das ist auch sehr toll da unten drauf gedruckt. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Ja, schlecht, ne? Schlecht, Freunde. Ja, da. Da unten. Ja, der Avant. Also, ich mach mal so. Steht da vorne drauf. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, als ich das allererste Mal auf der Latafa-Seite war. Ich wusste auch nicht, was ich davon halten soll. Übrigens, der Deckel, schon schwer, also der hat ein gutes Gewicht. Also ist kein Billo-Deckel, ne? Davon abgesehen. Ist auch Metall. Wo war ich stehen geblieben? Genau, als ich das erste Mal auf der Seite war, ich sprühe nebenbei. Vapo super. Da weiß ich noch, beim Avant war ich dann da drauf. Und da stand noch original, das ist heute nicht mehr. Inspiriert bei Aventus. Oder Creed Aventus stand da. Inspiriert bei Aventus, glaube ich. Da stand er damals. Das weiß ich noch. Und da dachte ich mir, okay, eine Aventus-Alternative. Oder Aventus Dupe, dachte ich mir damals. Und man kann sagen, was man will. Nämlich will. Nein, es ist schon sehr gut gemacht. Als Alternative für den Aventus, keine Frage. Wenn man sich überlegt, wie teuer der auch mittlerweile geworden ist, kann man auf Alternativen echt zurückgreifen, ne? Keine Frage. Aber als erstes schauen wir uns doch mal an, was das gute Stück so in sich hat. Und zwar in der Kopfnote haben wir zum Beispiel Ananas, Bergamotte, uiuiui, schwarze Johannisbeere. Was haben wir noch in der Herznote? Marokkanische Jasmin, Rose, Patchouli. Ich glaube, die haben da einen Schreibfehler oder so, weil da steht Patchouli. Ganz merkwürdig geschrieben, ist aber auch scheißegal in der Basisnote. Moschus, Eichenmus, Ambra, Vanille und diese 100 ml Flasche kriegst du bei verschiedenen Anbietern schon ab 17 Euro. Bei Latafa, selber kostet sie 19,99 €. Und ich glaube, übrigens, du siehst auch, ich habe ihn schon öfters benutzt, weil ich ihn echt gut finde vom Duft her, ne? Scheißegal, ob es jetzt eine Aventus-Alternative ist oder nicht. Und ich kann behaupten, es ist eine sehr gute Aventus-Alternative. Nicht, weil ich der große Nischenexperte bin oder so. Aber weil ich selber auch schon in den Genuss gekommen bin, den Aventus des Öfteren riechen zu dürfen. Sei es drum, weil ich selber auch schon mal Abfüllung davon getestet habe, für mich selber früher oder sonstiges. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ungefähr, ich glaube, 2018, 2017, ja, so um den Dreh, 17, 18 oder doch 19, nee, eher so 2018, da glaube ich, habe ich mir das allererste Mal eine Abfüllung vom Creed Aventus geholt und ich schwöre euch, der riecht, der geht in die Richtung zu diesem älteren Batch einfach so, nicht wie das, was aktuell wohl auf dem Markt ist, sondern eher in die Richtung des älteren. Ja, und das riecht auch so, kann man auch so wiedergeben, dass es dann so ist, wenn du ihn sprühst. Also es ist eine sehr gute Alternative. Will ich nichts gegen sagen. Auch der, oh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier habe. Wahrscheinlich steht er hier irgendwo und ich sehe ihn gerade nicht. Der Jaguar Ultimate Power. Das ist auch eine Alternative für den Aventus. Definitiv, der geht auch in die Richtung. Also
Machst du auch nichts verkehrt mit und kostet auch so um die 16, 17 Euro. Hat er mal gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist nach der ganzen Inflation und so. Ja, jedenfalls, der Wand ist ja eigentlich schon alles drüber gesagt. Du kriegst ja eine sehr, sehr gute Alternative, die dem Avento schon sehr nah rankommt. Für relativ schmales Geld, wenn man sich überlegt, was das Original kostet. Also es ist scheißegal. Wenn du diese DNA magst, dass es ein bisschen kräftiger ist, ein bisschen rauchiger ist, denn das spiegelt er wieder. Leicht frisch am Anfang, also so frisch zitrisch, aber nicht zu künstlich oder so. Dann ist das ein Duft, der dir gefallen könnte. Ich würde sagen, probiere eine Abfüllung zu holen, aber sehr schwierig, durch allein, dass es Mason Alhambra ist, auf Parfum oder so, ja, gar nicht drin. Und was wollte ich gerade sagen? Genau, Abfüllung schwierig, deswegen natürlich 20 Euro ist für den einen oder anderen auch immer ein bisschen viel Geld, aber probier es einfach aus, ob es dir zusagt oder nicht. Ansonsten kannst du ihn immer noch danach verschenken oder wegschmeißen. Obwohl zweiteres ärgerlich wäre. Ja, ansonsten einfach ausprobieren. Ich glaube sogar mittlerweile, die Fotos wurden ja aktualisiert, weil früher waren viele Fotos mit dem runden Kopf drin. Jetzt hat er, glaube ich, auch schon so einen eckigeren Kopf bekommen. Das aussieht wie so ein, ich nenne es mal Triangel, wie beim Aventus. Oder nicht Kopf, aber Deckel. Wo man dann noch klarer sagen kann, dass es wo in die Richtung geht. Ja, testen, probieren, glücklich werden mit dem Avant von Mason Alhambra. Ja, und so viel Werbung, wie wir machen, ob es nun der gute Albin ist, der Stefan oder andere Creator, müssten wir eigentlich mal richtig was von Latafa bekommen. Würde ich mal so sehen. Aber scheißegal, darum soll es nicht gehen, sondern um diesen geilen Duft, den du dir ruhig mal zulegen kannst. Ja, guter Duft, kann ich empfehlen. Ansonsten, vielleicht hast du ihn ja schon getestet und kannst mir was darüber erzählen. Deswegen würde ich dann gerne das wissen in den Kommentaren. Vielleicht sagst du auch, der ist scheiße und der gehört auf den Müll. Dann ist es auch in Ordnung. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das hier an dieser Stelle mit diesem Video zu dem Mason Alhambra Avant. Ich weiß, ich habe das ziemlich oft diesmal gesagt und ziemlich viel. Ich mag ihn einfach und deswegen, ja, kann ich ihn auch noch tausendmal reinhalten und auch sprühen. Ich mag diesen Geruch einfach. Das hat mich schon früher vom Aventus angetan. Schuldig. Ach, da kommt auch ein bisschen zitrische, aber scheißegal, darum geht's nicht. Ja. Ich bedanke mich natürlich an der Stelle fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn du was über den Duft schon weißt und du sagst, der ist gut oder scheiße, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleib dufte. Ciao, ciao.